Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Janik Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und heute gibt es eine Zuschauerfrage zum Thema Ehrgeiz. Tischtennishelden, conquer the table. Unter den Videos habe ich einen sehr interessanten Kommentar zum Thema Ehrgeiz gefunden, den ich jetzt einfach mal vorlesen werde. Hallo, ich habe ein Problem. Ich bin, nicht erst seit heute, sehr ehrgeizig, wenn nicht sogar über ehrgeizig. Das Problem daran ist, dass ich mich immer selbst unter Druck stelle und dann die Leistung nicht mehr bringe. Könntest du ein Video darüber machen, wie man sowohl Ehrgeiz aufbauen als auch abbauen kann? Ja, interessantes Thema. Erstmal ist es ja positiv, dass du sehr ehrgeizig im Sport bist. Ich kenne das von meinen Kunden, die mich hier besuchen. Die sind auf jeden Fall alle auch sehr ehrgeizig und engagiert. Die wollen sich verbessern und wollen gewisse Ziele auch im Tischtennis erreichen. Und ich kenne das natürlich durch viele Gespräche, dass der Ehrgeiz oft in den Spielen dann eine Art Blockade auslöst. Das scheint ja hier auch das Problem zu sein, denn du schreibst ja, dass du deine Leistung nicht mehr bringen kannst. Es ist ganz wichtig, dass man sich natürlich für ein Spiel gut vorbereitet, aber sobald das Spiel dann auch losgeht, dass man versucht, alles, was drumherum geschieht, dass man das versucht auszuschalten und sich voll auf das Spiel und in dem Fall auch auf den Gegner zu konzentrieren. Das ist ganz wichtig, dass man da in einen gewissen Tunnel kommt und dass man sich auch dann so weit öffnen kann, dass man Sachen wahrnehmen kann während dem Spiel. Was hat er für eine Taktik, was hat er für Stärken oder Schwächen, welche Aufschläge macht er etc. Wenn man sich darauf nicht konzentriert und man lässt irgendwie andere Gedanken Herr werden, dann ist es sehr, sehr schwierig, da seine eigene Leistung abzurufen. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man selbst so gehemmt ist durch dieses ganze Nachdenken während dem Spiel, dass man dann auch seine eigenen Techniken in Anführungszeichen vergisst und gar nicht mehr sein Spiel spielt. Ich empfehle da immer, dass man von vornherein Rituale entwickelt, die man sowohl vor dem Spiel machen kann, als auch während dem Spiel, während der Ballsatzpausen, dass man da gewisse Rituale hat, die einen wieder zurückholen oder die einen letztendlich auch in diesem Fokus lassen. Das kann das typische Schweißabwischen vorne an der Kante sein. Das kann alle 6 Punkte zum Handtuch gehen sein. Das können verschiedene Motivationssprüche sein oder ja, auch Punkte bejubeln in einer positiven Art und Weise, im Gegenzug dann bei negativen Fehlern nicht direkt auch das kommentieren. Das ist, denke ich mal, wichtig, dass man sich dadurch auch nicht herausbringt. Aber es ist ganz schwer natürlich zu sagen, wie man sowas auf Knopfdruck abschalten kann. Ich denke mal, es ist ein Training. Man muss sich wirklich fragen, was will man erreichen und was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Also die Welt geht ja nicht unter, wenn ihr mal ein Spiel verliert, auch wenn es vielleicht gefühlt so ist. Aber es ist ja letztendlich nur eine Niederlage im Tischtennis, einem Hobby, was ihr ausübt. Und vielleicht solltet ihr da das nicht zu hoch gewichten, diese eine mögliche Niederlage, die kommt. Und solltet einfach den Vordergrund den Spaß stellen, weil darum sollte es eigentlich gehen. Es geht hier nicht um Siege, es geht nicht um TTR-Punkte, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr Spaß am Tischtennis habt, dass ihr euch duellieren wollt mit jemandem und seid da nicht vielleicht zu streng mit euch selber, wenn ihr da mal eine Niederlage kassiert. Ansonsten ist es halt meiner Meinung nach wirklich schwierig, das zu trainieren. Ich denke, das kommt mit der Zeit, das kommt durch einzelne Spiele auch und durch einzelne Erfahrungen, die ihr sammelt, dass ihr damit lernt, umzugehen. Das ist ja letztendlich auch ein Thema, wenn man zum Beispiel im Leistungssport darüber spricht, wie man sich letztendlich 100%ig auf so ein Spiel einlässt. Da ist es ja noch gravierender. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Profi sich nicht oder seine Leistung nicht abrufen kann, dann hängt da noch weitaus mehr hinter. Eventuell, wenn er eine schlechte Saison spielt, bekommt er vielleicht nicht nochmal einen Platz in der Mannschaft in der Liga oder bekommt weniger Geld für das Spielen. Und da hängt er weitaus mehr hinter als jetzt bei uns, wo es um reines Hobby geht.
Also ich würde versuchen, du schreibst hier ganz klar, du hast Ehrgeiz, versuch den in eine positive Stimmung zu lenken und push dich selber nicht zu extrem, kommentiere vor allen Dingen nicht negative Dinge, reg dich nicht über Netzrolle auf oder über irgendwelche Unsportlichkeiten, spiel ein Spiel durch, versuch die Spielzüge, die du vorher trainiert hast, versuch die durchzuspielen, was auch mal ganz gut ist, wenn es wirklich mal nicht läuft, dass man gewisse Spielzüge genau für solche Situationen vorbereitet, also wenn es nicht läuft, dass man dann spezielle Spielzüge macht, beispielsweise eine ganz neue Aufschlagvariante oder eine neue Rückschlagvariante, um den Kopf auch freizuschalten, dass man da sich von lösen kann dann in dem Moment. Das ist auf jeden Fall eine Idee und verschiedenste Rituale entwickeln, die dich abholen quasi, dass du wieder die Konzentration hast und halt dich allgemein nochmal oder dir allgemein nochmal klar machen, was ist die Gesamtintention dieses Spiels. Also ich gebe zum Beispiel, mein Ritual ist vor jedem Spiel, wenn die Aufschlagwahl durch ist, gehe ich dann nochmal kurz ein bisschen weg vom Tisch, gehe nochmal kurz in mich, klopft mir ein, zweimal aufs Herz oder auf die Schulter und sage, hab Spaß, weil darum geht's. Also dafür gehe ich an den Tisch. Ich gehe nicht unbedingt da an den Tisch, um irgendwie mit irgendwelchen Mitteln dazu gewinnen, sondern ich möchte ein gutes Tischtennis abliefern. Aber letztendlich, was ich möchte, ist, ich möchte Spaß haben an dem Spiel. Für nichts anderes gehe ich an den Tisch. Also ich bin jetzt kein bezahlter Profi, der irgendwie das als Arbeit sieht, sondern es geht für mich um Spaß haben, um Unterhaltung. Und das ist mein allerwichtigstes Ziel, wenn ich beispielsweise an den Tisch gehe. Und das versuche ich mir vor dem Spiel immer zu sagen, dass ich da nicht zu verkrampft rangehe mit irgendeiner Erwartungshaltung, egal ob es jetzt von außen oder von einem selber ist. Damit mache ich mir halt nochmal vor dem Spiel klar, warum stehe ich hier gerade und was sollte jetzt meine Aufgabe sein, in den nächsten Punkten so mit einer gewissen Einstellung an den Tisch zu gehen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr damit umgeht, Thema Ehrgeiz über Ehrgeiz, dass ihr eine gewisse Hemmung oder eine Blockade dadurch auch erleidet beim Spiel. Kennt ihr das? Was habt ihr da für Rezepte? Wenn da vielleicht noch ein paar gute Hinweise sind, die ich jetzt im Video nicht genannt habe, kann ich auch gerne nochmal ein weiteres Video dazu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch nach oben. Abonniert unseren Kanal und haut sie weg. Euer Nick. Ciao, ciao.